Guten Morgen. Na gut, geschlafen? Ich schon. Also hier stehen wir immer noch sehr ruhig. Na, also hier ist absolute Ruhestille gewesen. Jetzt gehen wir dann hier, fahren wir rum um die Halle. So ein Gestammel. Also wir stehen jetzt hier hinter der Planenfirma, wo ich jetzt hin muss. Da fahren wir dann einmal rum um die Halle, lassen unsere Plane reparieren. Und dann fahren wir nach Oelsnitz zum Laden für Emden. So, Punkt. So, Freunde der gepflegten Unterhaltung. Jetzt wollen wir mal langsam hier in die Gänge kommen. Einmal rundherum fahren. Und uns anmelden in der Planenmacherei unseres Vertrauens bei der Firma Golle in Plauen. Ach, guckt, hier hat man gar keinen Platz gehabt. Ne? Ich dachte nämlich, hier könnte man sich auch hinstellen, aber hier ist ja alles Garagen und höchstens so rum runter zu. Aber wir standen ja dort gut, also das war ja. Besser konnte man ja gar nicht stehen, als wir gestanden haben. Das war ja eigentlich eine super Sache mit dem Parkplatz. Das hat ja hervorragend geklappt. So, jetzt müssen wir bloß hier vorne wieder links. Und dann sind wir nämlich schon da. So, und hier fahren wir rein. Und wenn wir dann aus der Halle wieder rausfahren, dann kommen wir nämlich genau da wieder raus, wo wir jetzt gerade standen, an den Toren. So. So. Dann wären wir jetzt hier fertig. Plane wieder gebaut, Auto wieder hübsch. Alles bestens. Jetzt geht's nach Oelsnitz zum Laden. Auf jeden Fall habe ich jetzt erst einmal eine halbe Stunde bestimmt eingespart, dadurch ich heute Nacht ja schon hier gestanden habe. Das war eigentlich ganz klug von mir. Ha! Weil ich raffiniert bin. Linienbus, der Linienbus. Hier oben in der Ecke wart ihr überhaupt schon mal? Nee, ne? Noch gar nicht. Das dachte ich mir nämlich. Heute Nacht hat es geregnet, wie doof.
Der Metzgerei Eisenschmidt ist da drüben. Vorgang beendet. Jetzt geht's nach Emden. Mal gucken, wie es läuft unterwegs. Schauen wir mal. Ich muss ja auch noch tanken. Sonst komme ich wahrscheinlich nur mal bis hoch. Naja, werden wir sehen. Ich lade ja erst morgen früh ab. Hab ja noch 9,5 Stunden, damit müsste ich schon noch bis hochkommen. Müsste schon klappen. So, na dann wollen wir mal ein bisschen Diesel reinfüllen. Dann wollen wir mal. Einer steht noch da. Hurra, hurra. Jo, er ist mit dem Radl da. Jo, er ist mit dem Radl da. Da ist nämlich gerade einer mit dem Fahrrad über den Hof gefahren. So, 340 Liter getankt. Jetzt kann's losgehen.
gleich kommt's Kreuz Erfurt. Das heißt ja nicht Kreuz Erfurt West, das heißt ja Kreuz Erfurt. Die Abfahrt vorher heißt ja Erfurt West. Naja, werden wir ja nachher sehen, wie viel uns das Zeit gekostet hat, hier das Außenrum kaspern. Aber es ist besser, immer noch besser, als da über eine Stunde im Stau zu stehen. Haben sie nämlich angesagt, über eine Stunde Zeitverlust. Und das ist für PKWs ja dann immer. Mit dem LKW brauchst du ja dann noch wesentlich länger. Da kannst du dann anderthalb Stunden einplanen bei sowas. So, jetzt sind wir Oldenburg. Jetzt fahren wir noch bis Wächleu und dann ist Feierabend. Dadurch ich heute noch diesen Busunfall hatte auf der A7 und dann unerfindlicherweise auf der 27 war auch irgendein Stau, warum auch immer, ich weiß es nicht. Schaffen wir es natürlich nicht bis Emden. Und wegen einer Dreiviertelstunde noch fahren, mache ich jetzt nicht noch mal eine Dreiviertelstunde Pause. Das fällt aus. Da fahren wir jetzt Oldenburg runter in Wächleu und dann ist Feierabend. So, jetzt sind wir doch bis Oldenburg nur noch gekommen. Naja, mit dem Busunfall, das war halt Schicksal. Nicht zu ändern, kann man nicht drinstecken. Dadurch haben wir einen Haufen Zeit verloren. Und jetzt stehen wir hier schön in Oldenburg, in Wächleu, wo wir immer stehen, wenn wir in Wächleu stehen. Und morgen früh um 7 geht's weiter. Da sind wir auch um 8 in Emden. Kurz nach 8. Bis um 9 bin ich leer, das ist dann auch gut. Dann geht es nach Imsbüren. Da bin ich auch so um 11 rum unten. Wenn ich ein bisschen eher bin, ist auch nicht weiter schlimm. Also in diesem Sinne, meine Guten. Morgen um 7. Stau- und knitterfreie Fahrt. Haltet schön eure Stoßstangen sauber. Tschüss und gutes Nächte.